So, Leute, da sind wir wieder auf dem Drachenschiff, wie es scheint. Hier sind überall Raben und ein Typ, der sich genauso anzieht wie wir. Was er von uns will, werden wir jetzt von ihm erfahren. Hallo. Ups. Hm? Da fällt mir ja auf, du bist da genauso gekleidet wie ich. Nee, du siehst aus wie ich und du hast einen Bommel in deiner Mütze, den hab ich nicht. Bist du ein Fan von mir? Und ein Herzchengürtel. Aha, versteh mich nicht falsch. Es überrascht mich nicht im geringsten, einen Fan von mir zu treffen. Ich reise durch die Welt auf meinem roten Löwenschiff, um sie vor dem Bösen zu beschützen. Ja, richtig. Ich bin ein Held, wie man zu sagen pflegt. Also, willst du ein Autogramm von mir? Eigentlich nicht. Tu doch nicht so, du willst doch ein Autogramm, oder? Nein, danke. Tu doch nicht so, du willst doch ein Autogramm. Ja, möchte ich. Oh nein, sieht aus, als hätte ich kein Papier mehr. Tut mir wirklich leid. Ich weiß, das kann ein Autogramm nicht ersetzen, aber nun, wenn ich mir deine Kleidung so betrachte, scheinst du ein Verehrer von mir zu sein. Keine Sorge, ich verstehe. Ich mache dich zu meinem Schüler, dem Schüler eines Helden. Was könnte sich ein Fan mehr wünschen? Eine Menge. Sehr gut. Dann ist entschieden. Wie lautet dein Name? Zulux. Du bist nun der Schüler eines Helden. Ahem. Eigne dir die Eleganz eines Helden an und immer cool bleiben. Ja, und mit dem können wir jetzt trainieren. Und bei dem können wir auch ein Herzteil verdienen und das möchte ich gerne haben. Sag, mein teuer Schüler, soll ich dich in der Schwertkunst unterweisen? Ja, möchte ich gerne. Nun gut, dann lass uns beginnen. Ich sehe mir an, was du so alles kannst. Los geht's, greif mich an, egal aus welcher Richtung. Oh. Au, 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 au. Das hat nicht gezählt. Ich war zu leichtsinnig, aber das passiert mir nicht noch einmal. Lass uns kämpfen. Das war's. Puh, wuff, wuff. Lass uns für heute dabei bewenden. Du wirst niemals besser werden, wenn du dich überanstrengst. Aber ich muss zugeben, dass du zweimal getroffen hast. Das ist ein angemessenes Niveau für den Schüler eines Helden. Mach weiter so, mein Schüler. Streck mal deine Hand aus. Du hast eine schwarze Perlenkette erhalten. Ja, bei dem können wir auch schön Schätze sammeln. Das ist ein Geschenk in Ehren deines Schweißes und deiner Tränen, die du im Kampf vergossen hast. Es ist ein nichts Besonderes, aber vielleicht hilft es dir ja einmal. Ich möchte noch mehr trainieren. Deine gegenwärtige Bestleistung ist 2 Treffer. Dein Titel lautet damit offiziell Schüler des Helden. Bleib schneidig und elegant und bleib cool. Ja, wir gehen jetzt nochmal raus, also vom Bord. Und gehen gleich wieder drauf und dann müsste er ja bereit sein. Ups. Ich wollte den nie abschießen, ich wollte nur mal da unten nochmal drauf. Ich möchte trainieren. Oh, du bist's. Und wie geht's? Soll ich dich in der Schwertkunst unterweisen? Ja. Nun denn, ich werde es mit dir aufnehmen. Lass sehen, wie sehr du deine Fertigkeiten verbessert haben. Los geht's, greif mich aus jeder beliebigen Richtung an. Das werde ich tun. Das war's. Puh, haha, in Ordnung, ich denke, das reicht. Du wirst niemals besser werden, wenn du dich überanstreckst. Blablabla, 10 Treffer. Blablabla. Streck mal deine Hand aus. Yeah, rosa Koralle. Halbe Schwabel. Aber ich möchte doch endlich hier... Ich bin ein halber Held. Aber ich möchte doch... Ich muss von ihm verlangen, also er muss mir sagen... Ups, schon wieder. Er muss mir sagen, dass er so ein Endlos-Training machen will. Treff mich irgendwie so oft, bis ich dich 3-mal getroffen habe. Und dann muss ich ihn 100-mal treffen, um das Herzteil zu bekommen. Oh, du bist's. Und wie geht's? Soll ich dich in der Schwertkunst? Ja. Blablabla. Oh, Mann. Wieso geht's denn gerade nicht? Au. Wie fies. Das war's. Ah, in Ordnung, ich denke, das ist genug. Du wirst niemals besser. 17 Treffer. Du bist ein Zweidrittelheld. Gut, immerhin überhäuft er mich gerade mit Schätzen, aber ich möchte trotzdem gerne mal mit ihm jetzt hier seinen. Komm, gib mir. Oh, gib mir doch endlich mal hier dein Supertraining. Ich möchte gerne das Richtige haben hier. Diesmal bin ich nicht abgeschossen. Jetzt komm her hier. Gib mir. Oh, du bist. Und wie soll ich dich. Ja. Ah ja, genau. Wie oft kannst du mich treffen, bevor ich dich 3-mal schlage? Wir werden sehen. Komm, greif mich an. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir 100 Treffer kriegen. Komm schon. Ausweichen. Ich mache aber wirklich nur 100 Treffer. Also wenn du irgendwie 999 machst, dann behandelt er dich irgendwie, dann nennt er dich irgendwie Meister oder so. Oder kriegst halt einen besonderen Titel. Aber wenn du halt 100 machst, kriegst du halt das Herzteil. Das
Problem bei 991 ist halt, dass er irgendwann einfach wirklich anfängt, so Instant-Hiebe zu machen. Das heißt, er macht nicht sein komisches Fuchtel-Fuchtel, bevor er zuschlägt, sondern so, er schlägt aber Instant zu. Das ist so mies. Da kannst du nichts machen. Komm her, Alter. Weil die 100 haben wir schon gleich. So, die Herzzeit ist schon mal sicher. Ich mache aber noch ein bisschen weiter. Aber ich lasse mich jetzt treffen von ihm. Oh mein Gott, einmal getroffen. Komm nochmal, weiter hier. Hau mich. Hau mich. Ups. Na komm, hau mich. Hau mich. Tu's. Oh, so ein Mist aber auch. 130 Treffer, beachtlich. Ich bin beeindruckt von deinen Fähigkeiten und auch etwas erschöpft. Dann streck mal deine Hand aus. Du hast einen Herzcontainer erhalten. Du bekommst ein Energieherz dazu, außerdem wird deine Energie aufgefüllt. Das ist ein Geschenk in Ehre deines Schweißes und deiner Tränen, die du im Kampf vergossen hast. Ist nichts Besonderes, aber vielleicht hilft es dir einmal. Ja, das hilft mir sehr, weil ich jetzt ein Herz mehr habe. Alles klar. Dann haben wir jetzt genug Zeit, die neue Insel zu erkunden, die wir aufgedeckt haben. Wollen wir mal gucken, was es denn da zu sehen gibt. Ein Feind in Sicht! Noch ein Feind. Immer wenn ich mein Glas in die Hand immer mal was trinken möchte. Ey, Alter! Nein, nicht anhalten! Oh, okay. Namenlose Insel. Ah. Oh. Hey, schau mal auf den oberen Bildschirm. Ja, was ist denn da? Es gibt keine Karte für diese Insel. Oh, das stimmt. Das heißt, niemand hat jemals einen Fuß auf diese Insel gesetzt. Also muss es hier Schätze geben. Wie kann es hier Schätze geben, wenn noch nie jemand hier war? Vielleicht hat ja jemand, der nichts von Schätzen versteht, etwas vergraben. Bäh, wie auch immer, ich weiß einfach, dass hier Schätze sind. So, Lux, ich kann sie riechen. Nun geh und finde sie. Vielleicht in der Mitte der Insel. Also ich weiß definitiv, dass das hier was war. Dankeschön. Das weiß ich. Und ich weiß auch, dass man sich auf, man musste sich die Karte selber malen. Das machen wir jetzt mal. So, wir gehen jetzt hier hin. Gehen mal dann hier oben bis zum Rand. So, mal da mal von hier unten. Das ist schlecht. Muss da links von uns sein. So. Alles klar. Machen wir mal den Steg zum Schiff, mach ich auch mal so. Zack. So, jetzt ein bisschen hier. Oh Gott, Feind! Noch mehr. Oh Gott, noch mehr Feinde. Aua. Haust du ab. So, hier müssen wir jetzt hin. Da möchte ich gerne mal. Hier. Zack. Jetzt hier hoch. Ein bisschen zu weit gemacht. So. Da war nochmal ein Feind. Also weg mit dem erstmal. Bleibst du hier. So, okay. Dann jetzt hier oben. So. Jetzt hier runter. Wieder hier hoch. Dann hier wieder runter und hier hin. Ich klopfe diese Viecher da übrigens noch nicht an, diese Statuen. Das mache ich erst, sobald wir hier fertig sind. So, jetzt hier. Alle klar, und jetzt wieder hier hin. Alle klar.
So, dann müssen wir jetzt hier lang. So, hier runter. Ich gehe mal gleich nochmal hier weiter bis hier hin. Oh mein Gott. Ah! Oh, ganz knapp ausgewichen. So. Weg mit euch. Wo war ich stehen geblieben? Hier, ne? Ja, ich habe ein bisschen zu weit gemacht. Jetzt geht's schon hier rüber. So, dann hier hoch. Wieder Feind in Sicht. Ach, Mist. Hallo! Nicht ins Wasser rollen. Ups. So, jetzt hier. Einmal hinmalen. Dann hier. So, einmal jetzt hier rüber nochmal. So, runter. Und so. So, hier ist wieder ein... Ups, zu weit. So, hier wieder ein bisschen hoch. So, dann geht's jetzt hier wieder runter bis hier hin. So. Dann geht's jetzt auch hier lang. Hau ab da! Dich braucht keiner. So, hier. Dann jetzt hier hin. Wir sind gleich einmal rum. Ah. Weg mit dir. So, ab hier geht's weiter. Und dann wieder bis sind wir wieder hier. Also kann ich hier unten den wegradieren. So, alles klar. Dann müssen wir jetzt mal hier gucken. Hier sind Treppen. Die markiere ich mir auch mal. Mit so drei so Strichen. Hier ist eine Treppe. Hier ist so eine Statue. Die markiere ich mir auch mal. So. Hier ist noch eine Treppe. Ja, nochmal wegmachen hier. So. 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 So, hier haben wir auch nochmal so ein Stück Weg nach oben. Müssen wir alles markieren hier schön. So. Dann geht's hier runter. So. Jetzt hier wieder hoch. Alle klar, Treppe haben wir eingezeichnet. Hier auch. Alles klar. Den markieren wir mal. So, was haben wir hier? Oh. Weg mit dir. Ich markiere auch mal, dass hier was ist. Hier fängt was an. Bis wohin geht das? Bis hier unten. Dann hier, bis hierhin. Hoppala, nicht so weit. Dann wieder hier hoch. Alle klar. Das wird anscheinend... Das wird noch nichts. So. Gucken, was hier noch so ist. Oben war irgendwo so ein Vieh. Ja, hier, da. Mal markieren. So. Jetzt mal hier hinten noch hin.
Übrigens, wenn er jetzt schon auf die Karte guckt, also man kann schon erkennen, was es ist, ne? Das sieht schon aus wie ein Fisch oder wie ein Wal, eher gesagt. Und das ist das Geile, wenn man diese die Map hier nachbezeichnet, sich selber eine macht. Hier ist ja so ein... Kann ich eigentlich so machen. Und dann bis hier oben so ein... Mal so eine Kuppe oben drauf. Die mache ich mal so gestrichelt. Damit man weiß, man kommt da nicht drauf. Ich mache mal kariert. So, dann sieht man es besser. So, hier komme ich nicht hin. Hier ist noch so ein Vieh. Mit einem komischen Ding hier drumrum. Ja, so passt das schon. Sieht aber gut aus. So, was haben wir jetzt hier eigentlich? Jetzt gucken wir mal, was hier abgeht. Das müsste alles gewesen sein. Boing. Ja, er will nichts. Hallo? Boing. Auf dieser Insel lebt der goldene Boss, der sich die Kraft der Wirbelstürme zunutze machen kann. Er hat mich gebeten, aufzupassen, dass nicht jeder dahergelaufene in seine Gemächer eindringt. Du musst dich beweisen, indem du 4 meiner Kumpel in der richtigen Reihenfolge haust. Aber um die Reihenfolge herauszufinden, musst du das Rätsel unserer Insel, lösen. Bist du bereit? Die Reihenfolge ist sehr spezifisch. Okay, dann werde ich es sagen. Es lenkt mit dem Ruder, dann sprüht es herum. Was damit gemeint ist, ist natürlich jetzt der Wal. Das sind hier diese 4 Punkte. Also es lenkt mit dem Ruder, das heißt also seine, ich denke mal hier seine Flosse. Dann sprüht es herum mit der, oben mit der Fontäne. Als drittes ist, Ruder ist hier hinten mit der Rückflosse. Als drittes ist paddelt hier mit dem, mit der Flosse hier vorne. Und dann schaut es sich um mit dem Auge. Also es lenkt mit dem Ruder. Dann sprüht es herum. Oh, blöder Vogel, ey. So, das ist der erste. Hast du gewusst, es gibt auf See goldene Frösche, die mit Wirbelstürmen durch die Gegend reisen? So, dann sprüht es herum. Hau da mal ab, ey. Boing. Hast du gewusst? Es gibt 6 goldene Frösche, die über alle Meere verteilt sind. Als drittes ist paddelt. Ja. Hast du gewusst, die goldenen Frösche werden dir entgleiten, wenn du sie nicht mit deiner Kanone triffst? Dann schaut es sich um. Boing. Hast du gewusst? Mit Hilfe von Wirbelstürmen kannst du an viele verschiedene Orte gelangen. Praktisch, oder? Nicht, dass es uns was nützen würde. Und es hat geklappt. Nice. War natürlich gleich auf Anhieb richtig. So, jetzt müssen wir das auch mal markieren hier. So. Da ist also der Eingang. Hier markiere ich mal den Höhleneingang. Und hier die Brücke. Ist hier. So. Alle klar. Ist nicht perfekt, aber kann man. Es ist doch gut gemacht. Was sagst du denn hier? Das Auge sieht etwas Wertvolles, das unter seiner Statue vergraben liegt. Ja, das habe ich schon geholt. Das war hier an dieser. An der Augenstatue gemeint, diese die Schatzkarte, die ich am Anfang geholt habe. Weil das wusste ich noch. Ja, hier hinten kommen wir noch nicht ran. Was gibt's denn hier Schönes? Oha. Oh,
Ho, was macht ein Menschenkind an einem Ort wie diesem? Ich bin der goldene Boss Rashin, der schon seit Generationen Wirbelstürme manipulierend durch die Gegend reist. Ist das nicht die Phantomsanduhr, die du da trägst? Das kann ohne Zweifel nur bedeuten, dass du den alten Sivan kennst. Wir kennen uns schon ewig, der alte Kauz und ich. Er hat auf mich aufgepasst, bis ich diesen sicheren Platz gefunden habe. Wir suchen das Geisterschiff. Ein Mädchen namens Tetra wurde von ihm entführt. Sie ist eine gute Freundin von Silux. Das Geisterschiff? Meine goldenen Gefolgsleute haben mir davon erzählt. Habt ihr eine Idee, wo sich das Geisterschiff befinden könnte? Nicht im Moment. Zuerst müssen wir die Lichtgeister retten, die irgendwo gefangen sind. Ah, aber das Meer muss euch so riesig vorkommen. Riesig, riesig. Lasst mich dir mit einem Geschenk helfen, Silux. Du hast den Froschkompass erhalten. Benutze ihn auf dem Schiff, um dich an andere Orte zu warpen. Das ist der Froschkompass. Indem du Figuren auf die Steintafel malst, kannst du auch den Wirbelsturm reiten. Benutze ihn auf offener See auf deinem Schiff. Könntest du uns mehr über diese Symbole erzählen? Meine goldenen Gefolgsleute sind über das Meer verteilt. 6 Gefolgsleute im Ganzen funkeln in der Sonne. Finde sie, frag sie. Jeder von ihnen kennt ein Symbol. Dann, wenn du die Symbole auf die Tafel gemalt hast, wird ein Schiff flugs an diesen Ort geflogen. Also müssen wir nur die goldenen Frösche treffen und ihre Symbole in Erfahrung bringen. Aber können wir so ein wunderbares Geschenk wirklich annehmen? Wie könnt ihr untätig rumsitzen, Freunde von Sivan? Das Meer ist riesig und das wird euch helfen, die Distanzen zu überwinden. Vielen Dank, goldener Fürst. Nein, nein, nenn mich goldener Boss. Alles klar, mit Hilfe dieses Froschkompass können wir uns jetzt rumwarpen, solange wir die Frösche jetzt mit der Kanone treffen und uns die Symbole alle markieren. Also 6 Frösche müssen wir insgesamt finden. Auf der ganzen Map verteilt. Also auf allen 4 Seen gemeinsam. Auf allen 4 Meeren. Ist doch eine gute Sache. So können wir eine Menge Zeit sparen. Aber bevor wir wieder verschwinden und weitermachen, der Part ist vorbei. Ich speichere mal ab. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Schaut in die Playlist. Abonniert mich, wenn ihr mehr sehen wollt. Und dann sehen wir uns im nächsten Part von Zelda Phantom Hourglass. Bis dahin, ciao.